Moin und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um den Triebwagen, den ihr da schon sehen könnt. Und zwar jetzt halt nicht das Fahrvideo, was sich vielleicht viele jetzt halt erhofft haben, sondern eher ein eher unschönes Video. Heißt, wir können diesen Zug, diesen Triebwagen, den Regio Shuttle von Rocco, den mit Artikelnummer 78181, erstmal nicht zeigen im Fahrvideo. Funktion und so weiter können wir erstmal nicht zeigen. Und zwar der Grund ist, dass Rocco uns da ein mit kleinen Mängeln befallenes Exemplar ausgeliefert hat, also zugeschickt hat. Da können die jetzt auch nichts für und so. Klar war es jetzt hat. Wir haben auch da schon einen Kommentar auf das Unboxing bekommen. Warum denn auf der einen Seite hier das DB-Zeichen fehlt? Das seht ihr auch hier. Da müsste ein DB-Zeichen eigentlich sein. Es ist auch auf der anderen Seite. Das habe ich im Unboxing wieder aber nicht gesehen, also wahrgenommen. Also da wusste ich auch noch nicht, dass das gefehlt hat. Ja, ist jetzt dumm gelaufen, aber das Fahrvideo wird sich noch um ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, weil Rocco macht es immer so, dass die nicht immer viel produzieren, sondern nur die so vorgebestellt haben, und dass dann immer wenige Exemplare da vorhanden sind, und da muss halt dieser Triebwagen halt repariert werden. Die können uns kein neuen Triebwagen zuschicken, aber das mit dem DB-Zeichen, das war jetzt wirklich nicht wirklich weiter schlimm. Also wir hätten den Triebwagen dann wahrscheinlich auch behalten. Hätte nur das ist ja der Druckfehler, das Problem gewesen, sondern wir haben den Triebwagen angemeldet gehabt und die erste Fahrt gemacht. Hat auch alles super funktioniert, ist super über die Weichen gekommen, aber das Problem war, der Triebwagen hatte keinen Sound. Wir haben jede mögliche Taste probiert, aber da war überhaupt nichts. Licht hat funktioniert. Streitlichtspitzensignal, rotes Signal, rotes Licht hinten und Innenbeleuchtung, Gang auch, bloß der Sound nicht. Wir haben jetzt nicht den Triebwagen aufgemacht und reingeschaut. Wir haben einfach gesagt, nee, schicken wir zurück, weil ja, wir haben da eine Garantie drauf, und ja, deshalb kommt jetzt erstmal kein Video über den Triebwagen, wo wir den vorstellen. Ja, der ist jetzt auch schon losgeschickt, also das dauert. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Verständnis hoffentlich auch dafür, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.